Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Und ich habe uns mal ein System weitergeflogen. Wir befinden uns jetzt vor einem paradiesischen Planeten. Und der Nähe, im selben System, befindet sich auch ein Grasplanet. Da werden wir jetzt mal gucken, wie die Planeten so sind und dann auf einem der beiden nach einem Portal suchen und uns die Glyphen fertig holen. So, einmal schauen, was der Planet lädt. Also grüne Bäume, roten Boden. Aber sehr zerklüftet. Weil ich hatte gedacht, wenn wir einen guten Planeten erwischen im Portal, bauen wir uns da dann auch unsere Basis hin. Das wird dann Spezial folgen. Die Basis bauen. Also Biom aufgelockert. Wächter haben wir nicht. Sind die Tiere aggressiv, ist jetzt die Frage. Scheint nicht so. So. Zwei Kreaturen gescannt. Mal ein bisschen umschauen hier. Also richtig rot. Scheint da nicht zu sein. Nur an einigen Stellen. Müssen wir mal auf den Grasplaneten fliegen und uns den mal anschauen. Müsste der gewesen sein. Wir gucken mal. Ja, ist der. Wenn wir da jetzt mal gucken, wie da so die Oberfläche ist. Auf dem Weg hier haben wir auch ein Notsignal empfangen von einer Siedlung. Die befindet sich aber auf einem Planeten mit aggressiven Wächtern. Das heißt, wir nehmen die Mission auf einem anderen Planeten an. Gucken, ob es hier auch gut Landfläche gibt oder einfach nur viel Wasser. Also hier ist nur Wasser. Jetzt wollen Piraten was von uns. Die sind ja weit weg. So, dann können wir uns jetzt wieder nach einer Landfläche umschauen. Müssen wir mal gucken. Hier auch. Sieht alles wie Inseln aus. Ist hier eine größere Landmasse? Nee. Super Planet.
weiter weg. So. Scheint nur Inseln zu sein. Den ganzen Planeten. Keine große Landmasse. Noch mal auf der anderen Seite schauen. Sonst begeben wir uns einfach in ein anderes System. Alles nur Inseln. Aber das ist jetzt ärgerlich. Gut, dann müssen wir gucken. Also das war ein F2-System. Kommen wir da hinten. Eins, das dürfte zu heiß sein schon wieder. Oder ist zu kalt. Warum war denn das? Naja, eins von beiden, entweder zu heiß oder zu kalt. Gucken wir einfach mal. Vier Planeten, auf jeden Fall haben wir Wasser in dem System. Ätzender Planet. Jetzt fraglich, wo die anderen sind. Da ist einer. Paradiesischer Planet. Wir scannen trotzdem noch die anderen beiden kurz. Der eine befindet sich dahinter. Und da ist ein eisiger Planet. Gut, dann schauen wir uns den hier hinter kurz an. Und dann begeben wir uns zu dem anderen paradiesischen Planeten. Ätzender Planet. Ja gut, wir nehmen den paradiesischen. Hat auch keine Wächter. Das ist ja die Hauptsache, dass wir keine Probleme mit den Wächtern kriegen, dass sie uns nerven in einer Tour. Was ist jetzt? Ah, jetzt kriegen wir eine ewig lange Mission, die uns am Ende dann in Piratensystem bringt. Gut. So, wir beschleunigen. Hoffentlich hat der genug Landmasse. Boah, hier ist ja was los. Überwachungsstation unter Piratenkontrolle. Was soll man damit jetzt machen? Oh cool, wir können drauf schießen. Ansehen um 3 verbessert. Boah, jetzt ist aber hier. Können Sie es aber wissen. Ist jetzt der Planet hin? Der ist es nicht. Da. So. Also, es scheint lila zu sein. Gut, kann man jetzt von hier oben. Sieht es zwar so aus. Der kann aber genauso gut eine andere Farbe haben, wenn wir landen. Mal schauen, wie es sich verhält auf dem Planeten. Oh Gott, Wolken. Gar nicht gut. Berge. Oh Gott. Sag bloß, der hat nur Berge. Oh nee. Wir haben aber auch kein Glück mit Planeten. Na gut, jetzt. Der hat zwar Landmasse, aber nichts weiter als Berge.
Wie landen geht nicht. Mal schauen. Allgegenwärtige Toxine. Super, der ist giftig. Er könnte uns ja jetzt ruhig mal anzeigen, wie giftig. Steht nur die Temperatur. Da 1,3 Rad, 13,2 Toxine. Die Farbe geht ja eigentlich soweit. Könnten wir testen, ob wir hier das Portal finden. Immerhin gibt es ja hier keine Wächter. Machen wir noch ein bisschen Grün zurück. Und wenn es ein Portal gibt, müsste es auch genug gerade Fläche geben, auf dem sich das Portal befindet. So. Einmal kurz bauen. Einsteigen. Scanner installieren. Den da. Mikroprozessor. Da haben wir alles. Und den da. So, also hier zwei Mikroprozessoren. Und da ein. Also drei Stück. So. Einmal schnell einen Scanner eingebaut. Werden wir jetzt scannen. Da. Monolith entdeckt. Ist nur die Frage, wo. Oh, da oben. Auch mal aussteigen. Sieben Minuten. Gut, dann bauen wir das Ding wieder ab. So. Fliegen wir rein. Und mal schauen, wie weit. Oh. Okay, wo soll der denn sein? Der ist ja seltsam platziert. Hoffentlich können wir hier landen. Ach, das geht. Das war gut. Bloß nicht vom Berg fallen. So, jetzt müssen wir hier ein Rätsel lösen. Und wenn wir das richtig haben, dann müsste er uns. Ah, super, hier gibt es aggressive Tiere. So. Ja, dann ist jetzt die Frage. Nehmen wir den trotzdem? Da fällt mir ein, wir brauchen ein Speichersignal. So. Falls wir die Frage falsch beantworten. Ja. So, es war A. Da wir die Antwort richtig hatten. Kommen wir jetzt zum Portal. Wie weit ist das weg? 12 Stunden, also auf der anderen Seite des Planeten. Speichersignal nehmen wir wieder mit.
So, einmal in Orbit. So. Das ist dann unser erstes Portal. Steht das vor dem Berg oder hinter dem Berg? Oder mitten auf dem Berg? Hinter dem Berg. Also das mit der Basis, das überlegen wir uns nochmal. Weil hier sind ja echt nur Berge. So. Wir sind auf der falschen Seite gelandet. Und ja, keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir den einmal aufladen. Wichtig ist, dass er 100% anzeigt, sonst funktioniert das nicht. Auf jeden Fall ist es weniger geworden. Es war mal mehr Ressourcen, die rein mussten. Ist hier nervig, dass man das alles einzeln machen muss und nicht sagen kann, ich hab's, nimm's dir. So. Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir uns hier einen Basiscomputer herstellen. Ja, die kann ich jetzt gerade nicht eingeben. So. Weil da war ja durch das Portal gehen. Müssten wir jetzt sonst uns die Koordinaten von dem Planeten aufschreiben. Also machen wir das so, dann kommen wir in unser System auch wieder zurück. Sollten wir vielleicht umbenennen. So. Aktivieren wir das Portal. So, jetzt muss ich auch mal schauen. Und zwar haben wir Wasser, Wasser, Vogel, 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 Wasser, Vogel, Wasser. Und jetzt noch dreimal Vogel. Ich warte kurz. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, Foto machen oder so. Als letztes müssen wir noch einen Vogel anwählen und dann aktiviert sich's. So. Jetzt gehen wir einmal durchs Portal. Werde uns dann auf, also ohne euch noch ein anderes Portal suchen dann. Ihr habt ja gesehen, wie das funktioniert. Weil der Planet eignet sich ja nicht so sonderlich, um hier eine schöne Basis hinzubauen. So. Unsichtbare Jadewinde. Sporiger Planet. Hier waren schon sehr viele Leute. So. Wenn wir Glück haben, steht es einfach da hinten. Sonst müssten wir zur Raumstation. Hier sind mehrere. Da ist eine Basis, da ist eine Basis.
Wo ist das rote Speichersignal da hinten? Ja, Glück haben ist da eine Glyphe. Wo ist es denn? 20 Minuten. Das ist aber ein bisschen lange. Ansonsten ist der Reisende einfach in der Raumstation. Müssen wir ihn kurz anquatschen. Aber vielleicht haben wir Glück und es hat einer markiert. Mal schauen. Da eine Glyphe ist, sonst einfach zur Raumstation. Kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach ein abgestürztes Schiff liegt. Okay, da ist nur eine Basis. Ist hier eine Glyphe vielleicht? Schauen, also sehen tue ich keine. Vielleicht da oben. Weil hier steht jetzt einfach nur ein Speichersignal. Können ja mal gucken. Steht hier irgendwo ein Grab. Auf dem Scanner wird das zum Glück auch angezeigt. Als Symbol. Aber ein unbekanntes Grab in der Nähe. Gut, dann müssen wir wohl doch zur Raumstation. Da ist ein Gebäude. Hätte ja sein können. Weil manchmal werden die von anderen Spielern markiert, damit andere sie halt auch finden, schneller. Aber so geht's ja auch. Es kostet jedes Mal 100 Naniten, Glyphe zu erfragen. Und man muss ihn immer zweimal anquatschen. Einmal labert er irgendwas. Dann steht zwar Besuch dran, aber man kann ihn noch ein zweites Mal anquatschen. Hier immer so ein. Hatten wir ja schon zweimal. So. Ja, ja. Jetzt fragen wir, woher er kommt. 100 Naniden. Und er gibt uns die Glyphe. Also sein Grab. Da begeben wir uns jetzt hin. Glyphe extrahieren und gut ist. So. Oh, ja, ist ja gut. Ah, cool. War nicht mal auf demselben Planeten. Naja. Und wir können direkt das... Oh, wir sind im roten System. Wir können dann einfach das Portal ja wiederverwenden und direkt von hier aus zum nächsten. Hier steht. Oh, das ist aber cool. Wir können auch einfach unser das Portal hier verwenden. Oh,
Einer so nett hat hier ein Portal hingesetzt. Und gut, dass wir eben den Basiscomputer errichtet haben. Müssten wir jetzt direkt. Weiß nee, nicht genügend. Ach, scheiße, es ist nachts. Wie lange ist denn nachts? Ernsthaft. 10 Minuten. Oh nee. Ja gut, dann müssen wir. Ja, leider vergessen, eine Batterie zwischenzuschalten. Müssen wir leider wieder zum Portal und können dann aber direkt zur nächsten Glyphe. So, wo war jetzt das Portal? Irgendwo auf dem Planeten. Aber. Also, wo ganz viele Signale sind. Ich glaube, irgendwie es war auf der anderen Seite. Das war ja in der Nähe des roten Signals. Habe ich natürlich das Portal verloren. Steht aber auch kein anderes Speichersignal hier. Sonst müssen wir zur Raumstation. Dann fliegen wir jetzt zur Raumstation und beim nächsten Portal werden wir uns einfach selber einen Speicherpunkt setzen. Damit wir es wiederfinden. Ja, mal den Treibstoff aufladen hier. Da stellt man einmal nicht selber ein Speichersignal. Naja, ein Weg mehr. So. Ball, inworpen. So, dann können wir jetzt direkt das nächste. So, einmal gucken. So, als nächstes haben wir Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Vogel. Wasser, Vogel, Wasser und dreimal Vogel. Und ja, ich weiß, viele nennen die Symbole anders. Aber so war es jetzt am einfachsten.
Cool, Jetpack alle, obwohl wir nichts gemacht haben. Winterlich. Wächter. Aufmerksam, oh, das ist aber auch nicht gut. Wo steht unser Schiff? So, da. Aha, ja. Speichersignal. Finden wir nie wieder zurück. Da steht bestimmt die Glyphe. Also hier ist ein Portal, das heißt, die ist hier irgendwo. Oh. Ah, jetzt lande doch. Super, jetzt haben wir hier ein Portal und vollkommen unnötig haben wir unser Speichersignal gesetzt. So. Jetzt sehr ärgerlich, ich will mein Speichersignal wieder haben. Immerhin können wir davon nur eine begrenzte Stückzahl bauen. So platzieren. Liegt zwar in 100er Bereich, aber wieder haben will ich es trotzdem. So. Hier wird uns das Portal angezeigt, ist ja nicht wahr. Würde der nicht immer sonst wo landen? So. Was zum... Jetzt kaputt. Wir müssen ernsthaft zurückgehen.
Als nächstes haben wir Wasser, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, 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 Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss kommt noch ein Vogel. Ich werde jetzt erstmal alle mit euch kurz durchgehen. Also denkt dran, hier kommt noch ein Vogel. Und werde die dann gleich alle einsammeln, sonst wird das zu lange. So, jetzt haben wir Wasser, Vogel, 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 Wasser, 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 Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss kommt hier ein Vogel, dieses Symbol. Muss ich nur gucken, dass ich hier nicht verrutsche. So, als nächstes haben wir Wasser, Vogel, Wasser, 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 Vogel, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. Ich warte mal kurz, dass ihr euch ein Bild machen könnt. Also der Vogel kommt hier zum Schluss. So, jetzt haben wir Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. So, jetzt haben wir Wasser, Wasser, Vogel, 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 Wasser, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. So, jetzt haben wir Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. Die Reisenden sind immer in der Raumstation vor Ort
Und die geben euch dann immer die Koordinaten für die Glyphe. Als nächstes haben wir Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. So, jetzt haben wir Wasser, 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 Vogel, Wasser, 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 Vogel, 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 Wasser und zum Schluss wieder den Vogel. Ich werde am Ende dann noch hinzufügen zum Video, wie wir alle gesammelt haben. So. Als nächstes kommt Wasser, Vogel, Vogel, Wasser, 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 Wasser. Vogel, Wasser, Vogel und zum Schluss noch ein Vogel. So, jetzt haben wir Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel und zum Schluss wieder den Vogel. Zwei kommen noch, dann haben wir alle. So, es folgt Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel. Und zum Schluss wieder ein Vogel. So, und das letzte ist Wasser, Vogel. Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, 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 Vogel, Wasser, Vogel und zum Schluss noch ein Vogel. Gut, das waren dann alle. Am Ende werde ich noch zeigen, wie wir die letzte Glyphe denn sammeln. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir befinden uns bei der letzten Glyphe, die wir jetzt entgegennehmen.
16 von 16. Jetzt haben wir alle. Genau, nochmal gucken. Sammeltes Wissen. Atlas, Portalglyphen, alle gesammelt. So, ein Problem gab es. Die eine Koordinate führt jetzt in Piratensystem. Was bedeutet, wir finden da leider keinen Reisenden mehr. Und es ist die vorletzte Kombination. Ich zeige sie euch auch gerne noch einmal. Kein Strom. Ist ja nicht wahr. Gut, dann müssen wir einmal kurz nochmal pausieren und ich begebe mich zu unserem Portal. So, es handelt sich um die Koordinaten Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel, Wasser, Wasser, Vogel, Wasser, Vogel und Vogel. Diese Koordinaten führen euch in ein Piratensystem und nicht mehr in ein normales. Was bedeutet, ihr findet da leider keinen Reisenden. Also müsst ihr einfach, wenn ihr euren neuen normalen Weg weitermacht, einfach auf die Raumstation wieder, und mit etwas Glück ist ja alle paar Raumstationen am Anfang ein Reisender. Dann sprecht ihr einfach diesen an. So. Wir haben jetzt alle Glyphen. Das ist ja schon mal wunderbar. Können wir jetzt viel mehr noch machen. Wenn wir einen Frachter haben und die Teile dafür organisieren. Oder wenn wir eine schicke Basis von irgendeinem finden, da hingehen. Gut. In der nächsten suchen wir uns ein neues Portal in einem anderen Planeten. Wir werden da erstmal eine Basis hinbauen. Bis hierhin vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Und sonst bis zum nächsten Mal.